Am besten hat mir das mit den Krapfenverpacken gefallen. Wir haben versucht, den Schnupperlingen ein realistisches Bild von der Arbeitswelt hier bei uns bei Kuchenbeter zu geben. Das heißt, wir haben ihnen genauso wie jedem neuen Mitarbeiter die Einschulung, Unterweisung angedeihen lassen und ihnen im Rahmen eines Produktionsrundganges gezeigt, wie groß wir sind, was wir tun. Und dann den Schnupperlingen die Möglichkeit geboten, ein paar Dinge auszuprobieren, die so ganz typisch für unsere Produktion sind, von Verpacken bis Mitarbeiten an Produktionsanlagen, sodass sie eben sehen, wie die Produktion bei einem Großbäcker funktioniert. Maschinen habe ich gesehen, das fällt mir gut und ich habe solche Teig habe ich gesehen, das fällt mir alle gut. Eigentlich war eigentlich eh alles leicht, nur manchmal wird es auch sehr hektisch, wenn zum Beispiel das Fließband nicht gleich weiterfährt, weil dann bleibt alles stecken und staut sich, dann muss es sehr schnell gehen. Ja, also die Schnupperlinge waren sehr begeistert, waren wie ein kleiner Schwamm und haben alles aufgesaugt, haben sich auch sehr viel gemerkt und waren fasziniert von den vielen Eindrücken wie Fördertechnik, Maschinen, die einfach hier Lebensmittel produzieren, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Die Ümisch, die möchte unbedingt einmal beim Kuchenbeter schnuppern und da sind mir die Neberschnuppertage gerade sehr recht gekommen. Also das hat da gut gepasst für die Ümisch, dass sie mal einen Tag erleben darf, wie das ist in so einer großen Firma. Und die Susanne, die möchte Bäckerin werden und von dem her hat das vom Thema für uns ganz gut gepasst. Also man muss sich sehr an die Hygienevorschriften halten. Wir haben, zum Beispiel ich habe heute gemacht, Krapfen verpackt. Und wie heißen die? Halt Stangerl auch geschlichtet, halt geschaut, dass sie gleich lang, gleich groß sind und auch gleich in den Fließplanen fahren und nicht woanders sind halt. Also das Wichtigste ist, und das ist jetzt eine persönliche Eigenschaft, bei uns heißt es proaktiv zu sein, das heißt einfach auch zu sehen, was zu tun ist, ohne dass es einem geschafft wird. Wichtig ist aber auch handwerkliches Geschick, Flexibilität und vor allem Einsatzwille und der Freude am Umgang mit Lebensmitteln. Und vor allem freut es mich, dass zwei Mädchen bei uns geschnuppert haben, weil der Bäcker immer noch ein klassischer männlicher Beruf ist.